Ja, die GmbH und Co. KG haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Für uns war das insofern ein ganz pfiffiges Modell, weil sie diese Kommanditanteile relativ schnell ausgeben können. Sie können sie aber auch, wenn die Eltern jetzt sagen, auch mein Kind ist jetzt 5 Jahre in der Schule gewesen, jetzt geht's ab. So, jetzt brauche ich das Ding ja nicht mehr. Jetzt haben wir natürlich, wir sind jetzt 11 Jahre auf dem Markt, jetzt haben wir natürlich ganz viele Eltern, die sagen, jetzt wollen wir das Ding mal loswerden. Ja? Wir haben uns verpflichtet als Schule, dass wir diesen Anteil zurücknehmen. Machen wir auch. Zwar zum Buchwert. Das heißt, wenn wir gut sind, ist der Buchwert hoch. Wenn wir schlecht sind, ist der Buchwert schlecht. Dann sind die Eltern sauer. Also müssen wir gut sein. Und wenn der Buchwert noch zu niedrig ist, weil wir so viel ausgegeben haben für Gebäude und so, was wir ja getan haben. Wir haben nämlich, haben wir ausgegeben, allein für unser Gebäude haben wir 18 Millionen Euro investiert. Und das schlägt sich auch in den Büchern nieder. Und diese Verluste bekommen ja dann die Gesellschafter auf ihre Konten gebucht. Aber das Gute daran ist, die Kommanditisten können diese Verluste von der Steuer absetzen. Das heißt, in den ganzen ersten Jahren haben die Eltern die Anteile gekauft, weil sie sie so wunderbar von der Steuer abgesetzt haben. Wir haben aber immer gesagt, ein Kommanditanteil ist nicht dafür da, ein Steuersparmodell hier zu fungieren, sondern ein Kommanditanteil ist ein Schulplatz. Jeder, der wollte, konnte so einen kaufen und konnte sein Kind auf die Schule schicken. Und diejenigen, die gesagt haben, dieser blöde Anteil interessiert mich nicht, die mussten den auch nicht kaufen. Es war also nur eine Option. Wer das gemacht hat. Wer ist ein Schulplatz? Also wenn man einen Kommanditanteil erwirbt, dann sind das immer 10.000 Euro. Das ist fest. Wenn man den bei uns einfach so erwirbt. Wenn man den nicht erwerben will, weil man nicht Gesellschafter werden will, sagen wir, ich bin Mr. Miller und bleibe nur 2 Jahre in Deutschland, was soll ich mit so einem blöden Anteil? Ich gehe nach 2 Jahren sowieso wieder weg, brauche ich das Ding ja nicht. Also sage ich der Schule, ich brauche deinen Anteil nicht, ich möchte mein Kind einfach so auf die Schule schicken. Dann fällt das an, was bei anderen internationalen Hochschulen auch immer anfällt, das ist eine sogenannte Schulplatzreservierungsgebühr oder eine Building Fee. Das sind 5.600 Euro, die man dann bezahlt in Raten über 4 Jahre, gestaffelt, also immer 2.000, 1.000 und so weiter. Und diese Gelder sind verloren, das heißt, das ist ein verlorener Zuschuss, den kriegt man nicht wieder. Und da überlegen sich natürlich einige, aha, wenn ich den Kommanditanteil kaufe, dann kann ich den hinterher ja wieder zurückgeben. Und wenn ich ihn nicht an die Schule zurückgebe, so kann ich ihn auch an einen anderen Elternteil weitergeben. Also zwischen unseren Eltern ist da auch immerfort diese Verhandlungen, dass einer sagt, mein Kind geht weg, ein neues kommt, mein Nachbar möchte sein Kind schicken und die handeln dann miteinander einen Preis aus. Da haben wir gar nichts mit zu tun.